Willkommen zurück zu Let's Play Moemon. Danke fürs Warten. Ja, hat ja gar nicht so lange gedauert, ne? Jo, im letzten Teil haben wir uns einen supidupi Nocturne geschnappt, das Firma an meinem PC vergammeln wird und sonst können wir nicht allzu viel in Saffronia City machen. Hier und glaube ich Mr. Psycho. Bist du Mr. Psycho? Warte. Hä? Du musst kein Wort sagen. Du willst das! Was will ich? Tim 29? Du weißt es schon, nicht wahr? Tim 29 ist Psychokinese. Es ist eine Art Angriff, der den Spezialstatus des Ziels senkt. Wow, wie praktisch. Nur leider habe ich im Moment kein Pokémon, das es lernen könnte. Aber vielleicht komme ich mal drauf zurück. Wo gehe ich denn hin? Ich war doch schon einkaufen. Da fällt mir ein, habe ich überhaupt noch Schutz? Ich hab 6 Stück, das reicht. Ey, was stehst du hier rum? Ich bin Security. Ey, kommst du nicht rein? Aber warum? Ich muss so gerne rein. Nee, du kommst nicht rein. Ist ja gut. Geh eben woanders hin, wo man mich reinlässt. Warum laufen, wenn ich fliegen kann? Ich kann auch fliegen, oder? Ja, ich kann doch schon fliegen. Auf nach Lavandia. Wir haben hier noch unfinished business zu erledigen. Dum, 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 dum. Ab in die Grabstätte. Unendlich Spaß, unendlich Freude. Und ich darf hier nicht rennen. Wie lahmarschig ich bin hier. Zuria, hier ist dein Einsatz gefragt. Da ich keinen Bock auf die ganzen Geisterpokémon habe, setze ich mal einen Schutz ein. Jetzt, wo wir das Silphscope haben, können wir ja die ganzen Geistermormon identifizieren. Auch wenn es da nicht viel zu identifizieren gibt. Es gibt ja schließlich nur 2 Geistermormon. Von daher. Also 2 Geistermormon, die man hier in diesem Turm trifft. Ich habe schon besiegt, oder? Ja, habe ich. Irgendeine Mönchpokémon in Frieden ruhen. Ja, sollen sie in Frieden ruhen. Das wäre doch schön. Dich habe ich auch schon besiegt? Nein, dich habe ich noch nicht besiegt. Geist! Nein! Ja! Dein Fluch wirkt. Du hast meinen Zaun zum Absturz gebracht. Was fällt dir ein? Paula. Die Paula ist eine Kuh. Die macht dich einfach mu. Die kämpft mit Geistern, die ich in ihre Schranken weise. Wududu, wududu. Paula wurde besiegt. Wo ist der Geist? Den Geist hast du eingesetzt, du dumme Tuse. Du sollst uns beitreten. Lieber nicht, aber danke für das Angebot, Ruth. Weiß gar nicht, hab ich überhaupt schon Alpollo gesehen? Ich glaube nicht. Rock Slide! Cornflake Attack! Was für ein Albtraum! Yep, was für ein Albtraum, in der Tat. Komm, Kind, dieser Bereich wird dich heilen. Du kannst dich ausruhen. Danke! Wow! Nagis Pokémon wurden vollständig geheilt. Super. Geht da schneller als im Pokémon Center. Cleanse Tag? Was ist das? Gleich mal abchecken. Achso, damit hält man ein bisschen die wilden Pokémon von sich. Aber ich habe sowieso gerade einen Schutz eingesetzt. Von daher. Zombies! Du hast ja überhaupt keine Ahnung, ey. Geist, das sind keine Zombies. Aber ich bin ein Zombie. Ich bin Karina, Oberhaupt der Zombies. Gegen Zombies habe ich genau das richtige Mittel. Ein Riesenhaufen Cornflakes. Hä? Ja, hä? Oh mein Gott, hast du Schmerzen?
Soll ich einen Arzt rufen? Nein, ich muss einfach nur kämpfen. Hey, die haben alle irgendwie nur ein Pokémon. Und das ist immer Nebulak. Cornflakes-Regen, go! Wheel, wheel. Wow! Yep, wow! Item, her damit, ich will's. Nugget. Oh, ein Nugget, ein Chicken Nugget. Wie lecker. Hui. Ja, hat gereicht, um die Abhör zu füllen. Ja. Gib mir alles. Ey, nix da. Du weißt gar nicht, wie lange das gedauert hat, das alles zu sammeln. Tammy. Oh, du hast Apollo. Okay, das Apollo sieht eher aus wie ein Kerl. Sieht nicht wirklich weiblich aus. Rockslide, radadadadadam. Besiegt. Jip. Dafür, dass ihr Exorzisten seid, macht ihr aber eine scheiß Arbeit. Was haben wir hier? X-Genauigkeit oder was auch immer. Noch mehr Schrott-Items, die keiner braucht. Gib mir Blut. Was seid ihr? Seid ihr Geister, Vampire oder Zombies? Wir sind alles und gleichzeitig nichts. Mädel, das ergibt keinen Sinn. Entscheide dich. Vielleicht hilft dir ein bisschen Frühstück auf die Sprünge. Hier, lecker Cornflakes. Pling. Und Nebulak. Nebulak. Ja, und der Pokémon-Folge, die ich zum allerersten Mal gesehen habe, also die ich zuerst sah, da kam ja auch Nebulak vor. Das war die verlorene Seele, war das, glaube ich. So ist die Folge. Und da gab es einen Nebulak, das sprechen konnte. Ach ja, die Erinnerung an die alten coolen Pokémon-Folgen. Heute ist der Pokémon-Anime ja nicht mal mehr annähernd so gut wie damals. Einige von euch sehen das vielleicht anders, aber ich finde, der Anime von Pokémon ist heute totaler Schrott. Also, wenn ich den heute noch gucken würde, ich glaube, ich würde meine Zeit damit verschwenden. Ja, finde ich auch. Sogar die Exorzisten gibt mir recht. Aber hey, vielleicht gucke ich mir demnächst mal wieder doch eine Pokémon-Folge an, weil Ashs alte Stimme zurückkehrt. Ashs Stimme aus der ersten bis dritten Staffel kommt zurück. Und darauf habe ich doch echt mal lange gewartet. Hey. Muss ja sagen, als Ash in der vierten Staffel eine neue Stimme bekommen hat, ich dachte so, was zum Teufel ist das? Weil die Stimme hat mir am Anfang so gar nicht gefallen, aber im Laufe der Zeit hat die Stimme sich doch ganz schön gemacht. Und ich hatte dann keine Probleme mehr damit. Und es ist echt schade, dass diese Sprecherin von Ash so früh verstorben ist. Das finde ich echt traurig. Also wissen die meisten von euch wahrscheinlich schon. Irgendwas ist rausgefallen. Was auch immer du meinst. Was ist denn rausgefallen? Ein Balli. Ein Sonderbonbon. Jetzt müsste ich schon 5 Stück davon haben. Verschwinde, Eindringling! Was zum Teufel? Ein Geist! Ja, ich habe Angst vor Geistern. Das Hilfsgott, den Geist identifiziert. Das ist ein Knogger. Hey, Knogger sieht irgendwie cool aus. Aber dieses Knogger kann man ja leider nicht fangen. Rockslide! Oh scheiße, ich habe vergessen, das bringt ja nichts. Bone Morang, Knochenmorang, nix da. Los, Nodeka, das ist der richtige Job für dich. Au! Hey! Was schmeißt du mit deinen Knochen nach mir? Ich bin doch kein Hund. Ich bin ein gigantisches Panzertier mit riesen Wummen. Der Geist war die rastlose Seele von Tragossos Mutter. Die Seele der Mutter ist ins Jenseits eingekehrt, nachdem ich
sie gnadenlos besiegt habe. Und hier haben wir goldene Grabsteine und... Oh mein Gott, das Team Rocket ist hier. Mein Schutzweg nicht mehr. Nein! Ey, da drehe ich mich noch einmal um, da taucht schon wieder das Pokémon auf. Nebulak! Ah, ich vergaß, Nebulak schwebt. Alles ist so verschwommen. Okay, scheiß auf Nebulak. Tja, was hat Team Rocket wohl wieder vor? Wir werden es im nächsten Video herausfinden. Bis dann!